Heute geht es nun weiter mit unserer hier kleinen Häkelschule. Ihr habt ja schon so einiges gelernt. Deswegen habe ich hier schon den Anfang gemacht mit den 20 Luftmaschen und den 20 festen Maschen. Zum Wenden brauchen wir zwei Luftmaschen bei festen Maschen und drei Stück bei Stäbchen oder halben Stäbchen. Das kann man aber nicht grundsätzlich immer sagen, weil jeder anders häkelt, ein bisschen fester, ein bisschen lockerer. Ich würde es ausprobieren, damit es hier einen schönen Rand gibt. Wenn ihr eine Luftmasche mehr oder weniger braucht, das seht ihr dann schon. So, heute zeige ich euch halbe Stäbchen. Und zwar machen wir einen Umschlag, gehen hier durch die erste Masche und ziehen uns noch eine Schlaufe. So, jetzt haben wir drei Schlaufen und durch die drei Schlaufen müssen wir den Faden ziehen. Das ist ein halbes Stäbchen. Unsere ersten Luftmaschen sind natürlich auch für die erste feste Masche. In die zweite kommt das halbe Stäbchen. Ich zeige es nochmal. Wir machen erst einen Umschlag von hinten nach vorne, gehen durch die feste Masche, holen uns den Faden. Jetzt haben wir drei Stück drauf. Jetzt kommen wir von hinten mit dem Faden, legen es aufs Köpfchen, Köpfchen nach unten drehen und durchziehen. Ist immer ganz wichtig, das Köpfchen nach unten drehen, weil sonst rutscht uns der Faden weg. Aber das kommt dann ganz automatisch. Ihr denkt schon gar nicht mehr dran, das geht dann durch. So, nochmal langsam. Wir haben eine Schlaufe. Wir legen von hinten nach vorne die nächste Schlaufe darüber. Wir gehen durch unsere feste Masche. Wir holen uns den Faden. Wir haben drei. Von hinten nach vorne nehmen wir die Häkelnadel, drehen das Köpfchen nach unten und ziehen durch. Und das würde ich jetzt erstmal eine ganze Weile üben, weil das geht dann ganz schnell. Noch einmal eine Schlaufe. Von hinten nach vorne den Faden drüber hin. Wir gehen durch die feste Masche. Wir nehmen uns eine Schlaufe. Wir haben drei. Und sehen dann auch immer zu, dass wir in der gleichen Länge sind. Und ihr müsst gar nicht so festziehen und gerade. Das geht schon so. So, dann nehmen wir uns von hinten nach vorne den Faden und ziehen durch die drei durch. Und das wären jetzt unsere halben Stäbchen.